Ja, guten Abend zu unserer Sondersendung im Ersten. Wer rettet den Euro? Mit der Wahl in Griechenland ist das Schlimmste abgewendet, vorerst jedenfalls. Aber nichts, aber auch gar nichts ist gelöst in der Eurokrise. Am Befund hat sich nichts geändert. Griechenland ist pleite, Spanien fast zahlungsunfähig, Italien in Not. Wie kommen wir aus dieser Krise heraus? Weiter sparen wie Merkel oder fürs Wachstum auch Schulden in Kauf nehmen, à la Hollande? In dieser verwirrenden und beunruhigenden Lage wollen wir Ihnen mit dieser Sendung Orientierung geben. Auch von mir willkommen. Bei aller Erleichterung über das Wahlergebnis verliert man doch leicht das eigentliche Problem aus dem Blick, nämlich wie verletzlich wir inzwischen geworden sind. Deutschland, die stärkste Wirtschaftsnation auf dem Kontinent, muss zittern, nur weil das kleine Griechenland wählt. Wie kommen wir raus aus dieser Abhängigkeit? Was taugen die politischen Konzepte, die jetzt diskutiert werden? Und vor allem aber, was können Sie, was kann der Einzelne tun, um sein sauer erspartes, sein bescheidenes Vermögen doch irgendwie zu schützen? Zunächst aber blicken wir auf den Tag danach. Ein Tag, an dem das Aufatmen zu hören war, aber auch Gewissheit zu spüren, dass nach diesem turbulenten Wochenende wohl allenfalls ein bisschen Zeit gewonnen ist. Europa, wir können noch gewinnen. Das ist die Jubelbotschaft, die Griechenland mit dem Sieg über Russland vergangenen Samstag in die Welt schickt. Von solch guter Stimmung war heute um 4.30 Uhr am Münchner Flughafen nichts zu spüren. Gute Nachrichten vom Fußball und ein Wahlsieg der Konservativen. Doch Griechenlandreisende geben sich kurz vor ihrem Abflug skeptisch, ob das dem Euro hilft. Wie wird das jetzt weitergehen in Griechenland? Das wissen wahrscheinlich die Griechen selber noch nicht. Dass sie dann auch was machen, dass sie was tun und nicht anderen die Schuld geben für ihr Dilemma. Richtung Abgrund wird es gehen. Also schnell alles ausgeben, darum fahren wir jetzt in Urlaub. Ich glaube, es wäre besser, wenn Deutschland aussteigen würde. Nicht die Griechen, aber Deutschland. Unabhängig vom Wahlausgang, längst sind deutsche Unternehmen ausgestiegen. Sie beliefern griechische Firmen nicht mehr, wenn die nicht sofort zahlen. Das spüren auch griechische Importeure, wie zum Beispiel der Athena Baustoffhandel Renovat. Heute Vormittag treffen wir den Firmenchef und fragen, erwartet er sich positive Impulse für sein Geschäft? Wenn man davon ausgeht, dass eine Regierung gebildet wird, dann wird sich das sicherlich zu unseren Gunsten entwickeln. Denn wir haben in den letzten Jahren schon gute Arbeit geleistet und unsere deutschen Produkte haben eine feste Kundschaft. Zurück in Deutschland. Wir sind im Handelsraum der Vermögensmanager MEAG. Wie hat der Aktienmarkt bis zum Mittag auf den Wahlausgang reagiert? Zunächst einmal mit Kursgewinnen, wie Sie hier sehen können. Die Eröffnung war relativ stark, aber die Märkte sind dann wieder zur Tagesordnung übergegangen, denn die Probleme sind dadurch ja nicht gelöst. Es ist jetzt eine kurzfristige Unsicherheit vom Markt genommen. Es kann eine stabile Mehrheit von Reformbefürwortern gebildet werden in Griechenland. Aber die Probleme, die die Eurozone beschäftigen, die bleiben natürlich ungelöst zunächst. Der Gemüsehändler Dimitrios Daulas jedenfalls glaubt nicht mehr an den Euro in Griechenland. Er meint, eine Rosskur muss her. Radikal ändern, vielleicht vom Euro weg, wieder Drachme einfallen und wieder auf eigene Kräfte hinstellen, damit wir hochkommen. Aber dann mindestens wissen wir, dass wir kommen langsam voran. Erfolg im Fußball hin oder her. Alle spüren, dass es in Griechenland so nicht mehr weitergehen kann. Ja, was passiert mit dem Euro? Was passiert mit Ihrem Geld? Und wo ist dieses Geld noch sicher? Diese Fragen stellen Sie sich und diese Fragen wollen wir mit Ihnen klären. Finanzexperte Hermann Josef Tinhagen ist bei uns im Studio. Er chattet, er twittert, er wird Ihre Fragen auf allen Vertriebswegen beantworten. Schreiben Sie uns über das erste.de/Euro-Rettung. Das Desaster der Griechen ist zugleich auch unser Problem. Und das hat einen ziemlich einfachen Grund. Denn der Beitritt Griechenlands zum Euro war ungefähr so, als hätten wir den Griechen unsere Kreditkarte gegeben und dann jahrelang tatenlos zugeschaut, weil sie mit der Karte ja vor allen Dingen bei uns selbst eingekauft haben. Und so wurde das Projekt Euro zu einem riskanten Spiel. Die Rettung Griechenlands. Ein Milliardenpoker mit gigantischen Einsätzen. Deutschland haftet mit über 35 Milliarden Euro für die ausgezahlten Kredite.
Weitere Zahlungen stehen an. Die gesamte Höhe der internationalen Hilfen rund 240 Milliarden Euro. Banken und private Investoren mussten auf rund 100 Milliarden Euro Kreditrückzahlungen verzichten. Der Einsatz schon verloren. Die Europäische Zentralbank soll für etwa 50 Milliarden Euro griechische Schuldscheine gekauft haben. Auch hier haftet Deutschland mit. Über 30 Milliarden Euro hat die Bundesbank der griechischen Notenbank über interne Verrechnungen geliehen. Die Griechen sollen mit einer Wirtschaftsleistung von nur rund 212 Milliarden Euro die Hilfen zurückzahlen. Erst wenn das Spiel zu Ende ist, weiß man, ob das reicht oder die ganze Runde verliert. Ja, und in Athen bin ich jetzt zugeschaltet zu unserem Korrespondenten Bernhard Wartnitz. Bernhard, Athen liegt nach wie vor, Griechenland liegt nach wie vor wirtschaftlich am Boden. Das ist keine Frage, auch mit Blick auf dieses Wahlergebnis. Gibt es denn überhaupt noch eine Chance, dass dieses Land in absehbarer Zeit ökonomisch wieder in die Gänge kommt? Ich denke schon. Ich denke, es wird jetzt sehr schnell eine Regierung gebildet. Zu dieser Regierung muss dann aber auch, nachdem Europa gesagt hat, wir wollen diese Regierung haben, Vertrauen haben. Und dann denke ich, ist etwas besonders wichtig. Wichtig ist, dass endlich Investitionen in das Land kommen, denn nur die Wirtschaft schafft Jobs. Und deswegen muss die Wirtschaft eine Vertrauenssituation finden, damit das passieren kann. Und ich möchte jetzt ein Gespräch darüber führen mit Victoria Alexandratou. Sie ist Unternehmerin für das, was man sich in Deutschland vorstellt, was man in Griechenland machen soll, nämlich nachwachsen und erneuerbare Energien. Sie haben einen Windpark, Sie haben eine Photovoltaikanlage. Wie ist es in Griechenland zu leben unter der Beobachtung von Hunderten von Journalisten und von Politikern aus der ganzen Welt seit mehr als 3 Jahren? Die letzte Zeit haben wir eine Agonie erlebt. Wir müssen jeden Morgen aufstehen und nicht wissen, was morgen uns erwartet. Vom A zu B ist immer ein Überlebenstraining. Wir wissen gar nicht, wie das weitergeht. Aber jetzt denke ich, das griechische Volk hat deutlich gemacht durch seine Stimme, dass sich ganz bewusst mit dem Opfer, die er erbracht hat und noch bringen wird, für das Euro entschieden hat. Ich denke, es ist wichtig, wie das griechische Volk ein deutliches Zeichen gesetzt hat. Jetzt ist an der Reihe Europa und muss entsprechend schätzen und anerkennen, wie das griechische Volk sich in dieser schwierigen Situation verhalten hat. Nun ist eine Frage natürlich immer das Vertrauen. Ohne Vertrauen wird nichts gehen. Wie kann dieses Vertrauen wiederhergestellt werden? Sie selber haben ja in Griechenland investiert. Das heißt, Sie hatten Vertrauen in dieses Land. Ich habe Vertrauen in diesem Land, weil ein europäisches Land ist, ein Land, das Recht und Ordnung herrscht und ein Euro-Land. Wir sollen nicht so tun, als ob ein Land ist, das als Risiko bezeichnen, als ob ein Land ist außerhalb Europa. Es ist die Zeit gekommen, dass man die Wirtschaft ankurbelt und genau schaut, was die Konsolidierung gebracht hat und die Konsolidierung richtig an das Land anpassen. Wenn man ein Unternehmen hat, das null Umsatz macht und besteuert, es ist eine mathematische Aufgabe. Wenn man null auch mit 100% multipliziert, kommt null raus. Also es ist nicht eine besondere Aufgabe, die man nicht lösen kann. Man sollte schauen, dass dieses Land Arbeitsplätze hat, die Wirtschaft wird angekurbelt und entsprechend werden auch die Unternehmen das, was ihnen zusteht, abwerfen und so wird man aus dieser Krise rauskommen. Ich denke, das sind klare Worte. Griechenland ist ein Land, zu dem man Vertrauen haben kann. Griechenland ist ein Land, das diese Investitionen braucht. Und ich denke, wenn man sich bewusst ist, dass der europäische Raum ein Wirtschafts-, ein Sozial- und ein Kulturraum ist, dann ist auch die Wirtschaft gefordert. Und dann kann auch wieder das Leben in Griechenland normalisiert werden. Das wird einige Jahre dauern. Aber ich denke, wir können und wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Und damit zurück nach München. Danke, Bernhard Wartnitz. In Brüssel hat man in der Vergangenheit schon manche Erfahrung mit dem Chef der griechischen Konservativen gemacht, vor allem weniger gute Erfahrungen. Sollte Samaras neuer Regierungschef werden, wird man sich auf manches gefasst machen müssen. Dieser eigenwillige Kopf aus Athen macht die Lösung der Probleme in Griechenland, weiß Gott, nicht leichter. Das ist er also, der neue starke Mann in Athen, Antonis Samaras. Wahlsieger und plötzlich Hoffnungsträger. Er will für stabile Verhältnisse in Griechenland sorgen, den Stillstand auflösen.
Samaras, ganz Staatsmann. Wir werden mit unseren Partnern in Europa zusammenarbeiten, um die bisherige Politik um Wachstumselemente zu ergänzen. Wir sind entschlossen, alles Nötige zu tun, und zwar schnell. Auf der europäischen Bühne ist er wahrlich kein Anfänger. Als 1992 die Einführung des Euro besiegelt wird, ist Samaras, der Herr links, als griechischer Außenminister dabei. Seinen ganz großen Auftritt hat er vor ein paar Monaten. Mitten in der Krise stellt sich Samaras quer, bis zur Schmerzgrenze. Nein zum Hilfspaket für Griechenland, nein zu Gegenleistungen für die Rettungsmilliarden. Und jetzt? Welches Gesicht wird er als möglicher neuer Regierungschef zeigen? Bei den Gesprächen über die Sparauflagen rechnet Europa fest mit einem zuverlässigen Partner, der Wort hält, ohne Tricks. Griechenland möchte in der Eurozone bleiben, so Ratspräsident Van Rompuy am Abend in Mexiko. Wir sind zuversichtlich, dass die neue Regierung das Anpassungsprogramm übernimmt, dem Griechenland in diesem Jahr zugestimmt hat. Diesen Vertrauensvorschuss muss Samaras jetzt einlösen, sonst wird ganz schnell wieder die Rede vom Grexit sein, dem Ausstieg Griechenlands aus dem Euro. Rolf-Dieter Krause, unser Korrespondent in Brüssel, ist keiner, der um den heißen Brei herumredet. Herr Van Rompuy klang ja gerade fast schon optimistisch. Herr Krause, wie ist denn wirklich die Gefühlslage in Brüssel heute? Es herrscht schon eine gewisse Erleichterung hier, dass die Regierung wahrscheinlich aus jenen beiden Parteien gebildet werden wird, die dem Reformprogramm zugestimmt haben. Allerdings weiß man auch, dass diese Zustimmung nur unter äußerstem Druck zustande gekommen ist. Aber immerhin, es hätte schlimmer kommen können. Auch gerade im Film haben wir gesehen, dass Herr Samaras und auch mögliche Koalitionspartner, selbst Oppositionsparteien, ja doch darauf spekulieren, dass Brüssel die Zügel ein bisschen locker lässt, dass der Sparkurs doch nicht so hart durchgezogen wird. Wird das passieren? Es sieht so aus, es gibt Signale, dass man den Griechen Zeit geben will, nur auch da muss man genauer hingucken. Das eine sind die Reformen, die Griechenland dringend braucht, um wieder auf eigene Füße zu kommen, überhaupt auf eigene Füße zu kommen. Das Land steht weniger auf eigenen Beinen als manches Entwicklungsland in der Welt. Und bei dem Sparprogramm, das heißt bei der Sanierung des Haushaltes, sind eben auch Lockerungen bei der Zeit sehr enge Grenzen gesetzt. Das Ziel ist, dass Griechenland im Jahr 2020 120% des Bruttoinlandsprodukts an Schulden noch hat. Das gilt als tragfähig. Schon dahinter kann man ein Fragezeichen setzen. Aber wenn das nicht erreicht wird, steigt der internationale Währungsfonds, der mit 30 Milliarden bisher beteiligt ist, aus der Finanzierung aus. Und dann müsste Europa auch das schultern. Sie haben angedeutet, mit einem Entgegenkommen wird gerechnet, was die Griechen angeht. Kann man dann den Spaniern gegenüber hart bleiben, den Portugiesen und wer da auch immer noch kommen mag? Das ist das ganz große Problem. Es gibt hier ein Fachwort, Moral Hazard, fast nicht übersetzbar. Man kann sagen, das ist die Schule des schlechten Beispiels. Man hat schon gesehen, als das Programm für Spanien verabredet wurde, dass es für die portugiesische Regierung sofort schwerer wurde, ihren harten Reformkurs im Land durchzuhalten. Und natürlich fragt man sich, wenn den Griechen nachgegeben wird, warum nicht auch anderen? Dabei haben alle nötig, dass sie sehr diszipliniert arbeiten. Herr Krause, Sie sind kein Mann von Schönsprech. Heute am Montag nach der Griechenlandwahl in ein, zwei Sätzen auf den Punkt gebracht. Wie ist die Lage des Euro? Mir kommt die Lage so vor wie ein ziemlich schlecht und wackelig konstruiertes Haus, an das jetzt, um es zu stützen, immer mehr Stützen gerichtet werden, das sich aber mitten in einem Erdbebengebiet befindet. Das klingt zumindest schwierig. Rolf-Dieter Krause in Brüssel. Danke. Bitte. Ja, und aus Berlin zugeschaltet, Bundesaußenminister Westerwelle, der uns heute exklusiv für diese Sendung zur Verfügung steht. Guten Abend, Herr Außenminister. Herr Westerwelle, sind wir im Augenblick dabei, den letzten Kredit, den Europa noch hat, bei den Menschen zu verspielen? Nein, im Gegenteil. Wir können erleichtert sein über die Entscheidungen, die in Griechenland gestern getroffen worden sind. Das ist noch keine Entwarnung. Natürlich ist die Arbeit damit noch nicht getan, aber es ist eine ganz wesentliche Voraussetzung vom griechischen Volk dafür geschaffen worden, dass die Arbeit gelingen kann. Wie viele Zugeständnisse wollen Sie Athen machen? Ich muss leider sagen, dass es bei dem Programm, auch wenn ich die Sorgen in Griechenland verstehen kann, auch die Nöte in Griechenland verstehen kann, keine Abstriche geben wird. Ich habe das auch selber immer wieder, nicht nur den griechischen Kollegen, sondern auch in Griechenland selber gesagt, auch in den letzten Wochen.
Es bleibt dabei, das, was vereinbart worden ist, das gilt. Hier kann es auch keinen Rabatt geben, denn es ist natürlich notwendig, dass wir kein schlechtes Beispiel geben für alle anderen in Europa. Aber gut ist doch, dass die griechische Bevölkerung sich jetzt auch klar für den Weg der Reformen entschieden hat, eine klare Mehrheit. Natürlich ein schwieriger Wahlkampf. Der Wahlkampf hat auch viel Zeit gekostet, leider. Aber entscheidend ist, dass jetzt das griechische Volk gesagt hat, wir wollen zu Europa dazugehören. Und ich finde, dass das auch Anerkennung verdient. Man sollte nicht vergessen, es sind die ganz normalen Menschen in Griechenland, die derzeit leiden. Und die verdienen auch ein Stück Anerkennung für ihre Leistung. Auch, denke ich, wenn ich mir viele Menschen ansehe, Rentner, ältere Menschen, Alleinerziehende, junge Menschen, das ist nicht leicht und das sollte auch, wie ich finde, unseren Respekt finden. Herr Westerwelle, Sie haben gesagt, kein Rabatt, was die Sparauflagen für die Griechen angeht. Ich habe Sie aber selber in einem Interview gehört, in dem Sie durchaus davon gesprochen haben, dass man Ihnen ein bisschen mehr Zeit geben könne. Ja, aber das ist ja eine ganz andere Frage. In der Substanz verändert sich nichts. Aber jetzt muss möglichst schnell die Regierung gebildet werden. Dann wird die Troika nach Athen reisen und einen Bericht geben. Und dann müssen wir darüber beraten, wie die Zeit, die im Wahlkampf verloren worden ist, wie das berücksichtigt wird. Das ist doch selbstverständlich, das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand. Wenn man sich die Situation in Europa anguckt, gestern auch die Wahlen in Frankreich mit einer klaren linken Mehrheit, dann hat man das Gefühl, dass die Deutschen immer einsamer werden in ihrer harten Linie. Wie lange halten Sie das noch durch? Wir Deutsche sind nicht einsam und wir vertreten auch keine harte Linie, sondern wir vertreten eine Politik, die auf zwei Säulen gebaut ist. Erstens wollen wir, dass Haushaltsdisziplin wieder selbstverständlich wird. Man kann eine Schuldenkrise nicht dadurch lösen, dass man immer neue Schulden macht. Und zweitens wollen wir mehr für Wachstum tun. Und Wachstum kommt von Wettbewerbsfähigkeit. Und hier muss natürlich auch die Politik noch ergänzt werden durch Wachstumsimpulse. Das sind aber vor allen Dingen eben die Strukturreformen. Das ist nicht, wie man im Englischen sagt, more spending, das ist better spending, also nicht mehr Geld ausgeben in Europa auf Kosten von neuen Schulden, sondern es besser ausgeben, besser investieren in Forschung, in Infrastruktur. Und natürlich ist es richtig, was Sie sagen, an uns Deutschen wird gezerrt, auf uns Deutsche wollen alle einwirken. Das ist verständlich, aber wir Deutsche sind nicht in der Lage, auch nicht willens, für alle Schulden in Europa zu haften. Das können wir nicht tun und dabei bleibt es auch. Müssen Sie den Menschen nicht klipp und klar sagen, wir müssen im Laufe der nächsten Monate und Jahre mehr Souveränität, nationale Souveränität für dieses Europa aufgeben? Und wird das nicht die große, schwierige Überzeugungsaufgabe der nächsten Monate sein? Ich finde, Sie bringen es sehr präzise auf den Punkt. Ich sage das seit Monaten. Und ich wiederhole es auch hier gerne noch einmal. Wir haben einen Konstruktionsfehler beim Euro, der damals wahrscheinlich unvermeidbar war. Wir haben eine Währungsunion, aber wir haben nicht ausreichend Wirtschafts- und Finanzunion. Das heißt, wir haben zwar eine gemeinsame Währung, aber in der Schuldenpolitik gab es bislang wenig Möglichkeiten, auch auf die Nationalstaaten einzuwirken. Und hier ziehen wir die Folgen aus der Krise, ziehen die Lehren aus der Krise. Natürlich müssen wir in ganz Europa zur Disziplin bei den Staatsausgaben zurückfinden. Das sind ja nicht geheime Verschwörungen gegen Europa, die wir erleben. Es ist ganz einfach so, dass Menschen, die früher Sparbriefe gekauft haben beim Staat, Staatsanleihen gekauft haben, es nicht mehr tun, weil sie zu wenig Vertrauen haben in Anbetracht von zu viel Schulden einzelner Staaten. Und Vertrauen kommt nur zurück, wenn wir alle in Europa wieder solide haushalten. Und wenn wir auch kenntlich machen, wir glauben an Europa, wir wollen Europa, all diejenigen, die mit dem Feuer spielen und meinen, es ginge auch ohne den Euro, den kann ich nur sagen, das kostet Tausende von Milliarden. Und das sollten wir in jedem Fall vermeiden. Man darf sich mal daran erinnern, noch vor 2 Jahren hatten wir eine Rezession. Da hatten wir weit mehr als 5 Millionen Arbeitslose. Wir gingen auf die 6 Millionen Arbeitslose zu. Das sollten wir uns nicht antun. Herr Westerwelle, danke für das Gespräch live aus Berlin. Gruß dorthin. Dankeschön. Ja, und liebe Zuschauer, weil wir natürlich Ihre Fragen, Ihre Anliegen, Ihre Sorgen ernst nehmen und Sie auch in dieser Sendung beantworten wollen, der Finanzexperte bei uns, Herr Tenhagen, eine ganze Reihe von Sorgen und Fragen ist schon zu uns gekommen. Ich darf sie mal etwas gebündelt weitergeben. Herr Dressler fragt zum Beispiel, was passiert mit meinem Geld, wenn Spaniens Banken in Not kommen, also zahlungsunfähig werden, soll ich mein Geld vorsorglich abheben?
Nein. In Deutschland hat man eine Einlagensicherung, die ist sogar gesetzlich so geregelt, dass die ersten 100.000 Euro sicher sind. Ich würde mein Geld auf der Bank lassen, auch wenn die spanischen Banken in Not kommen. Die sind ja zum Teil schon in Not. Wobei man immer sagen muss, da schwingt immer Santander mit. Ja. Es gibt in Deutschland ja mehrere Santander-Banken. Das sind allerdings alles deutsche Banken mit einer deutschen Einlagensicherung. Egal, was da jetzt ist. Also hier Entwarnung an diesem Punkt. An der Stelle Santander. Nächste Frage von Herrn Vogel. Ich möchte wissen, wie sicher meine Lebensversicherung ist. Muss ich sie kündigen, weil ich Angst haben muss, mein Geld zu verlieren? Oder können Sie mir hundertprozentig bestätigen, dass mein Geld sicher ist? Also er möchte hundertprozentige Bestätigung. Können Sie natürlich nicht. Gibt es an der Stelle nicht. Aber Lebensversicherungen sind im Prinzip sicher auf die lange Frist. Das eigentliche Problem von Lebensversicherungen ist heute, dass Herr Wolfgang Schäuble, also unser Finanzminister, 1,5% Zinsen zahlt und die Lebensversicherer ihren Kunden 3,5% Zinsen versprochen haben. Da liegt das Problem der Lebensversicherer nicht so sehr in Griechenland, da haben die überhaupt kein Geld. Wilfried Kreuzer fragt, warum sind die Banken als Händler für Staatsanleihen dazwischen geschaltet? Sie kassieren unverschämte Zinsgewinne, doch wenn etwas schief geht, zahlt der Steuerzahler. Warum ändert man diese Praxis nicht? Also fast schon eine politische Frage. Ja, man kann natürlich, man kann ja selber bei der Bundesschuldenverwaltung, die heute anders heißt, Bundesobligationen kaufen, Wertpapiere kaufen. Das passiert nur nicht in hinreichendem Maße und im Grunde nutzt der Staat die Vertriebsorganisation Bank. Wenn die Leute selber wieder zum Staat gehen, dann ist es einfacher, dann kann man sich diese Vertriebsgebühren auch sparen. Wäre der Finanzminister sicher dafür, aber dann muss er vielleicht an der Vertriebstruppe dann nochmal arbeiten in Eschborn. Eine weitere Frage von Sigrid Hermann Marschall. Er fragt, welche Kosten würde denn eine Bankenunion, die jetzt ja politisch sehr intensiv diskutiert wird, verursachen? Und welche Vorteile hätte eine solche Bankenunion? Naja, das Problem mit der Bankenunion ist, dass dann ja nicht klar ist, für welche Risiken in anderen Ländern wir haften. Das wissen die deutschen Bankaufseher ja eigentlich auch nicht. Und dann ist die Frage, wie ist das Risiko strukturiert? In Deutschland haben wir ja zum Beispiel neben den 100.000 Euro für jeden Kunden auch die Regelung, dass weit darüber hinaus gehaftet wird. Zum Beispiel, wenn ein Firmenkonto da ist, da werden auch Millionen gezahlt. Mhm. Bei Lehman Brothers ist einer deutschen Krankenkasse 280 Millionen Euro aus dem Topf gezahlt worden. Die kleinen Kunden haben nichts gekriegt, weil die hatten ein Zertifikat, aber die hatten Festgeldkonto, der hat das Geld bekommen. Das ist in anderen Ländern nicht üblich. Wie viel Risiko da ist, wissen wir im Augenblick nicht. Das muss man einzeln anschauen. Herr Tenhagen, ich danke Ihnen fürs Erste. Wir sprechen uns später noch einmal. Gerne. Genau, und Franz Josef Tenhagen hat es gerade schon angesprochen. Die Staatsanleihen, die Bundesanleihen. Wenn man an der Volkswirtschaft das Fieber messen will, dann guckt man auf den Zins für 10-Jährige. 1,5% oder sogar weniger im Moment beim deutschen Staat. Das ist das, was wir auch als Anleger nur an Zinsen bekommen. Am Tag nach der Griechenlandwahl heute sind die Zinsen für spanische Staatsanleihen auf rekordhoch gestiegen. Mehr als 7%. So viel war es noch nie, seit der Euro eingeführt wurde. Und das hat Gründe. Die Probleme Spaniens begannen mit dem Platzen der dortigen Immobilienblase. Die Häuserpreise brachen über Nacht ein. Besonders hart hat das die Banken getroffen, denn die vergebenen Immobilienkredite waren plötzlich kaum mehr etwas wert. Die Folge: Milliarden Finanzlöcher. Die Banken rufen nach staatlicher Hilfe. Doch dem spanischen Staat fehlt das Geld. Die Arbeitslosigkeit liegt nach rasantem Anstieg bei rund 25%. Steuereinnahmen bleiben aus. Und Kredite kann sich das Land bei internationalen Banken nur noch gegen extrem hohe Zinsen leihen. Die Aussichten sind schlecht. Spaniens Wirtschaft steckt in der Rezession. Nun soll Europa dem Land mit bis zu 100 Milliarden Euro helfen. Spanien ist damit der vierte Euro-Staat, der Hilfe in der Krise braucht. Ja, und Spanien, das ist die Bankenkrise mit völlig offenem Ende. Das ist die höchste Arbeitslosigkeit in Europa. Jeder zweite Jugendliche ohne Job. Wahrscheinlich wäre dieser soziale Sprengstoff schon längst explodiert, gäbe es da nicht eine starke Kraft dagegen, nämlich die Familie. Ein Beispiel aus dem Arbeiterviertel Parla bei Madrid. In der beengten Wohnung ihrer Großeltern wohnen Santi und seine Schwester Noelia seit einem Dreivierteljahr. Die Miete für ihre eigene Wohnung hat ihre Mutter nicht mehr aufbringen können, denn mit der Krise verlor sie ihre Arbeit. Santi und Noelia, beide Anfang 20, hatten noch nie einen festen Job, obwohl sie jede Woche Bewerbungen rausschicken. Hola, niños. ¿Qué hacéis? Von der Rente des Großvaters leben die beiden Enkel nun mit. So geht es inzwischen vielen Familien in Spanien. Ich habe 46,5 Jahre in die Rente eingezahlt. Jetzt bekomme ich 743 Euro raus. Davon müssen wir nun zu viert leben.
Die beiden Enkel sehen, welche Last sie für ihre Großeltern sind. Santi, der Klimatechniker ist, hat nur einen Wunsch. Ich möchte so schnell wie möglich eine Arbeit finden. Dann versuche ich zu sparen, damit ich eine Wohnung kaufen oder mieten kann, vielleicht mit Freunden oder meiner Schwester zusammen. Vor allem aber will ich meine Großeltern entlasten. Jeder zweite Jugendliche in Spanien ist arbeitslos. Viele hangeln sich von Job zu Job. Die Schwarzarbeit blüht. Santi und Noelia helfen immer mal wieder bei der Tante am Kiosk aus. Seit 70 Jahren ist der in Familienbesitz. Wir stehen um 4 Uhr morgens auf und machen um 9, halb 10 am Abend zu. Das sind wirklich viele Stunden, die wir hier arbeiten, für ein kärgliches Einkommen. Noch dazu wird es jeden Tag schlechter, denn in der Krise sparen sich viele die Zeitung. Zu allem Überfluss ist auch die Gemeinde so pleite, dass sie die schon bezogenen Zeitungen nicht zahlt. 7.000 Euro stehen noch aus. Die Familie, sie ist für viele in Spanien bislang noch der große Halt vor dem sozialen Absturz. Einer hilft dem anderen und doch. Überall würde ich hingehen, wenn ich nur Arbeit finden würde. Ich hänge zwar an meiner Familie, aber noch wichtiger wäre ein Arbeitsplatz für mich. Und deshalb kopiert Santi weiter Lebensläufe, verschickt sie Woche für Woche. Doch die Aussichten sind schlecht. Hallo. Ja, und aus New York zugeschaltet die internationale Finanzmarktexpertin Sandra Navidi. Frau Navidi, wie sieht man eigentlich am wichtigsten Handelsplatz der Welt, der Wall Street, am heutigen Abend die Krise in Europa? Spanien ist eigentlich die größte Sorge hier. Es besteht großes Misstrauen gegenüber dem Zustand der Banken, weil man gar nicht genau weiß, wie viel Kapital sie eigentlich noch benötigen werden. Es war auch ein Fehler, das Bankenrettungspaket über die Regierung, über die spanische Regierung zu machen, denn dadurch hat die spanische Regierung ein Darlehen aufgenommen. Dadurch hat sich ihr Schuldenberg noch weiter erhöht. Dadurch hat sich ihr Pleiterisiko erhöht. Deswegen müssen sie jetzt mehr Zinsen auf dem Markt bezahlen. Das ist auch der Grund dafür, dass die Banken geplündert werden, dass die Leute ihre Guthaben abziehen und dass das Kapital aus Spanien weggeht. Wir müssen daher davon ausgehen, leider, dass wahrscheinlich auch Spanien ein Rettungspaket benötigen wird. Ja, Frau Navidi, die USA, die Deutschen, mehr Geld in die Hand zu nehmen für mehr Wachstum. Wie sinnvoll ist eigentlich ein solcher immer wieder gehörter Ratschlag? Das ist grundsätzlich sinnvoll. Man muss die Schulden abbauen und man muss investieren. Das Geheimnis ist die richtige Mischung, denn wir haben ein Problem. Es findet in Europa eine Entschuldung statt. Das heißt, die Leute sparen und sie geben weniger Geld aus. Das führt dazu, dass weniger Nachfrage besteht. Dazu kommt es, dass weniger Wachstum ist und dass wir mehr Arbeitslose haben. Diese Abwärtsspirale muss unterbrochen werden. Denn das bedeutet auch, dass die Regierungen weniger Steuereinnahmen haben und mehr Geld ausgeben müssen. Das bedeutet auch, dass Firmen, die eigentlich nicht pleite gehen müssten, pleite gehen, weil sie ihre Rechnungen nicht bezahlt bekommen oder weil sie keine Kredite bekommen. Danke, Frau Navidi, für diese Information aus New York. Sie haben es in dieser Sendung schon gehört, die Eurokrise hat ihre eigene Sprache entwickelt. Von einem Brandherd ist die Rede, wenn ein Land kein Geld mehr hat. Und davon, dass man das Feuer austritt, wenn andere Länder helfen. Um in dieser Sprache zu bleiben, Griechenland ist allenfalls ein Lagerfeuer. Wenn die spanischen Banken zusammenbrechen, wäre das schon ein Großbrand. Aber wenn Italien Probleme bekäme, dann wäre das ein Flächenbrand. Da könnten die anderen nur noch zuschauen und kaum noch löschen. Dabei ist Italien eigentlich eine starke Wirtschaftsmacht mit weltbekannten Marken und einem Ministerpräsidenten, dem man, als er im vergangenen Jahr ins Amt kam, Reformen zugetraut hat. Aber die sind ins Stocken geraten. Wir sind auf der Fahrt nach Parma, zu einem der größten Pasta-Produzenten der Welt. Barilla, die Nudelfabrik, Exportschlager der italienischen Industrie. Besuch bei Paolo Barilla, früher Formel-1-Profi, heute im Präsidium der Familiendynastie. Auch er leidet unter der Rezession, der Gewinn ging etwas zurück. Dass Italiens neue Regierung Reformen angestoßen hat, findet er zwar gut, aber der einstige Rennfahrer verlangt mehr Tempo. Da muss die Politik einen ganz großen Schritt nach vorne machen. Die Unternehmen packen sowieso an, aber ohne Unterstützung vom Staat haben sie es sehr schwer. Wenn man Reformen nur so schnell produzieren könnte wie Nudeln, dann wäre der starre Arbeitsmarkt vielleicht schon flexibler, der lähmende Verwaltungsdschungel lichter und ein besseres Investitionsklima geschaffen. Einiges hat Montis Regierung angepackt, doch so manchem Unternehmer geht das lange nicht weit genug. Ich kann die Kritik der Unternehmer nachvollziehen, weil sie eine gesunde Wirtschaft brauchen.
Als Bürger dieses Landes denke ich, dass wir hier eine historische Rechnung bezahlen von 20, 30 Jahren, in denen die Dinge nicht angepackt wurden und die können nicht in ein oder zwei Jahren gelöst werden. Der Rückhalt für Monti schwindet. Zehntausende demonstrierten am Wochenende mit den Gewerkschaften gegen die Sparpolitik, forderten Wachstumsprogramme und Steuergerechtigkeit. Als wir Monti letzte Woche zum Interview treffen, beteuert er, wenn seine Reformen erst fruchten, dann kommt auch der Aufschwung. Worte, die nicht nur Italiener beruhigen sollen, sondern auch die gnadenlosen Finanzmärkte. Fragt uns bitte nicht, warum die Leute unzufrieden sind. Das ist normal, eine Übergangsphase, die nur mit Opfern zu bewältigen ist. Hart trifft Italien zudem, dass der wirtschaftlich starke Norden kürzlich von Erdbeben erschüttert wurde. Milliardenschäden. Auch Zulieferer von Barilla mussten die Produktion vorübergehend einstellen. Paolo Barilla nimmt uns mit in ein Feldlager für die Obdachlosen, deren Häuser zerstört wurden. Mit dem Zivilschutz hat er sich auf kurzem Dienstweg zusammengetan, um die Menschen mit Gratis-Lebensmitteln zu versorgen. Auch die Feldküche stellt der Nudelfabrikant. Uns will er damit zeigen, wenn einem der Staat nicht im Wege steht, kann man in Italien in kürzester Zeit etwas auf die Beine stellen. Das Wichtigste ist, die Bürokratie hinten anzustellen und den Leuten zu helfen. Unser Land hat oft die wirtschaftlichen Möglichkeiten, aber wenn wir sie dann oft aus bürokratischen Gründen nicht nutzen können, ist das ein realer Schaden. Für Paolo Barilla steht der Kampf gegen Bürokratie ganz oben auf der Wunschliste an Mario Monti, dem langsam die Zeit und die Menschen davon zu laufen drohen. Jahrzehntelang haben sich die Präsidenten des Europäischen Parlaments vornehm zurückgehalten in aktuellen Debatten. Martin Schulz ist bei uns, SPD-Abgeordneter und amtierender Präsident des Europäischen Parlaments. Der hat das bisher nicht getan, Herr Schulz, mit Blick auf den heutigen Tag. Ich habe über Feuer und Brände gesprochen. Wie gefährdet ist unser Wohlstand? Wenn wir nicht handeln, ist er gefährdet. Ich glaube, wir haben immer noch alle Möglichkeiten, die von Ihnen beschriebenen Szenarien, also Flächenbrand, zu verhindern. Es kommt ein bisschen darauf an, ob wir einen Dominoeffekt vermeiden, indem wir Griechenland stabilisieren. Insofern, wie viel Zeit haben wir denn, wenn Sie sagen, wir müssen handeln? Wir haben Zeit. Die Entscheidung ist nicht eine Zeitfrage, sondern ob wir die Nerven haben und den kühlen Kopf, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Im Prinzip ist das, was die Dame von der Wall Street gesagt hat, überraschenderweise, finde ich, ein klares Programm im Gegensatz zu dem, was die deutsche Regierung, was eben der Außenminister gesagt hat. Wir brauchen nicht nur rigide Sparprogramme, die eine ohnehin schon stagnierende Wirtschaft noch weiter bremsen. Wir brauchen gezielte Investitionen in Wachstum und Beschäftigung. Die bringen nämlich mehr Steuergeld in die Kassen der Staaten, die sich dann leichter sanieren können. Wir haben immer noch alle Zeit. Ich glaube, die Entscheidungsschlacht ist in Griechenland. Wenn wir das stabilisiert bekommen und wenn wir in Spanien, das ist auch richtig, das Bankensystem stabilisieren, dann geht das. Aber Schulz, das ist ja genau die Frage, die sich die Menschen auch stellen. Die sagen also, diese Politiker kaufen immer wieder Zeit und vertagen immer wieder die Probleme. Das ist die Volksmeinung. Wie lange kann so etwas eigentlich noch gut gehen? Nicht mehr lange. Deshalb sage ich nochmal, wir haben noch Zeit. Noch ist das alles beherrschbar. Aber ein Satz, die Politiker sind in allererster Linie die Regierungschefs der Eurozone. Das muss man schon präzise benennen. Denn wir haben einen einheitlichen Währungsraum, einen einheitlichen Wirtschaftsraum und 17 Regierungen. Das ist eines der größten Probleme des Euros. Die rennen nämlich zum Teil in sehr unterschiedliche Richtungen. Mal ehrlich, welchen Preis muss Deutschland jetzt noch zahlen, nach dem, was schon bezahlt worden ist? Auch das ist eine Frage, die wir sozusagen weitergeben. Die kommt immer wieder von den Menschen an uns herangetragen. Ich glaube, Deutschland braucht gar keinen Preis zu zahlen. Bisher hat Deutschland am Euro enorm verdient. Sie haben eben die Zahlen genannt. Deutschland zahlt praktisch für seine Staatsanleihen keine Zinsen. Wir haben neulich eine Staatsanleihe platziert für 0,0% Zinsen, der Deutschen. Am gleichen Tag musste Italien fast 7% zahlen. Dieses ungesunde Ungleichgewicht müssen wir beseitigen. Wenn Sie mir gestatten, will ich einen Hinweis geben. Die Europäische Zentralbank, die gehört den Mitgliedsländern der Eurozone. Das ist unsere Bank. Die leiht für 1% Geld an Banken, die das gleiche Geld für 7% an Staaten, denen diese Bank gehört, zurückverleihen. Wenn wir das nicht unterbrechen, und da gibt es Methoden, wie man das unterbrechen kann, dann werden wir irgendwann so einen Flächenbrand haben. Ich bin deshalb für den europäischen Stabilitätsmechanismus und bin auch für eine Banklizenz für den Stabilitätsmechanismus. Herr Schulz, seit Jahresbeginn wird ganz anders über Lösungsszenarien gesprochen. Es werden Dinge genannt, die man früher nicht auszusprechen gewagt hätte. Ist der nächste oder übernächste Schritt ein europäischer Finanzminister, der den Finanzministern in den Ländern dann vorschreibt, wie viel sie ausgeben dürfen? Ja, es ist eine der möglichen Perspektiven.
Und das begründet sich aus dem, was ich eben gesagt habe. Wir haben einen einheitlichen Wirtschaftsraum, der übrigens der stärkste Wirtschaftsraum der Welt ist, mit einer einheitlichen Währung, die immer noch eine starke Währung ist. Aber wir haben 17 Regierungen, 17 Finanzminister, die in diesem Währungsraum ja zum Teil völlig unterschiedliche Konzepte vertreten. Das aber geht Sie können nicht doch nicht gut. wollen, dass ein zentraler Schatzkanzler aus Brüssel in Berlin anruft und sagt, Schäuble, so viel darfst du ausgeben. Na, das geht heute, Entschuldigung, das geht ja heute schon so. Olli Rehn, der Finanzkommissar, sagt der Bundesregierung, wenn sie die 60% oder die 3%-Hürden überschreitet, schickt er blaue Briefe. Das hält sich keiner dran. Das macht er schon seit Jahren. Ja, weil sich niemand dran gehalten hat, sind wir in der Krise, in der wir sind. Also, um auf Ihre Frage zu antworten, ein europäischer Finanzminister wäre eben ein Beitrag zur Stabilisierung eines politisch instabilen Systems in einem wirtschaftlich eigentlich stabilen Raum. Nun hören wir ja, Herr Schulz, sehr viel von einem Masterplan, der in diesen Wochen in Brüssel ausgearbeitet werden soll. Die Großen sind dran, Barroso und Draghi und Rompuy und Juncker. Was hat man denn davon zu halten? Denn Sie als Chef des Parlaments sind da offensichtlich außen vor. Ja, das ist ja eine Tradition geworden in den letzten Jahren. Wir reden ja von der marktkonformen Demokratie, die sieht offensichtlich die Parlamente nicht mehr vor. Mhm. Aber da muss man mich erstmal beiseite drücken und wie Sie ja wissen, das ist schwer. Und ich werde mich da einmischen, wie meine Kolleginnen und Kollegen übrigens auch. Masterpläne, die in 10 Jahren Realität werden, die sind gut und schön, aber die helfen keinem spanischen Arbeitslosen einen Arbeitsplatz. Das heißt doch, Sie sagen, in Brüssel fehlt es an Gewaltenteilung und an Transparenz. So übersetze ich das, was Sie sagen. Ja, ich sage das nochmal. Masterpläne, die in 10 Jahren Realität werden, die helfen uns aus der heutigen Krise überhaupt nicht raus. Was wir heute brauchen, ist, dass die Institutionen, die wir haben, Kommission, Parlament und Rat, endlich zusammenarbeiten für ein Wachstumsprogramm. Wenn Sie mir gestatten, würde ich gerne auf einen Beitrag zurückkommen, den Sie eben gezeigt haben. Den fand ich ganz toll. Ganz am Anfang hat Bernhard Wappnitz seine junge Frau da interviewt. Wenn ich mit griechischen Unternehmerinnen und Unternehmern rede, sagen die mir alle das Gleiche. Wir haben jede Menge Möglichkeiten zu investieren, aber wir haben ein Problem. Wir bekommen keine Kredite. Warum legen wir eigentlich statt eines Masterplans nicht ein Kreditprogramm für griechische Mittelständler auf, die wir noch Arbeitsplätze schaffen. Konkrete Anregungen zum Ende. Danke, Herr Schulz, für dieses engagierte Gespräch. Weiter mit Jörg Schönborn. Die Vokabeln, die heute Abend fallen, wenn wir über Europa reden, sind Kredit, Anleihen, Defizite und dergleichen mehr. Europa war mal eine Friedensidee nach dem Zweiten Weltkrieg. Und vor allen Dingen ging es darum, dass Menschen sich begegnen über Grenzen hinweg. Das gibt es auch heute noch, auch über große Entfernungen, wie man am deutsch-griechischen Freundeskreis in Detmold sehen kann. Die haben nämlich eine stabile Freundschaftsbeziehung zu Oreo Castro. Ich wusste, dass ich es am Ende suchen muss. Zu Oreo Castro, einem Vorort von Thessaloniki, und haben sich ausgerechnet das Wahlwochenende ausgesucht, um dahin zu fahren. Troika mal anders. Wenn Elke Neuhaus, Tobias Forth und Philo Corelli Steinbart in Griechenland sind, geht es nicht ums Geld. Seit Jahren schon kommen die Detmolder regelmäßig in ihre Partnerstadt Oreo Castro bei Thessaloniki. Und wie immer können sie sich vor griechischer Gastfreundschaft kaum retten. Aber schnell geht es auch hier um das eine Thema, die Krise, klar. Reiche Deutsche, faule Griechen. Die Detmolder kennen es anders. Tobias sagt, dass Projekte mit Griechen am Ende immer klappen, irgendwie. Sie haben ein großes Problem und gehen an das Problem sehr locker heran. Und die Deutschen würden sagen, okay, ich habe ein Problem, wie kann ich das Problem lösen? Und würden sofort damit beginnen, sich verrückt zu machen, obwohl das Problem vielleicht nicht so groß ist. Der nächste Morgen. Private Stadtführung durch Thessaloniki. Anestis Polychronidis ist Vizebürgermeister von Oreo Castro. Er kennt sich aus hier. Aber er liebt auch Deutschland, hat lange in Bochum gelebt. Die Freunde aus Detmold herumführen ist Ehrensache. Von der Krise sieht man hier nichts, auf den ersten Blick. Aber das hier gibt es auch, mitten in der belebtesten Einkaufsstraße der Stadt. Ja, das ist so schade, weil die Leute versuchen, und man weiß ja dann auch, die Angestellten, dass Entlassungen dann anstehen. Und ja, dann möchte man einfach in jeden Laden so rein und einfach ein paar Euros da lassen. Aber das geht natürlich auch nicht immer. Es ist erstaunlich ruhig in Thessaloniki. Die Griechen sind müde von der Dauerkrise, sagt Anestis. Vor allem die kleinen Leute. Die Schuld sieht er wie viele Griechen bei den Politikern. Im Inneren habe ich auch eine Wut. Warum man dann so weit das gelassen hat? Man wusste doch, wie miserabel die Wirtschaftslage ist. Und man musste viel früher harte Maßnahmen treffen, um überhaupt nicht an diese Misere so weit kommen zu lassen. Der Wahltag. Anestis ist zuversichtlich.
Eine stabile Regierung und dass Griechenland den Euro behält, das wünscht er sich. Und immerhin, unmöglich ist es nicht. Inzwischen steht fest, die europafreundlichen Parteien könnten eine Regierung bilden. Ein bisschen Hoffnung, sagt Anestis, wenn jetzt alle zusammenrücken. Es sind Fehler gemacht worden. Nicht nur von griechischer Seite, auch von der EU sind Fehler gemacht worden. Man hat zu spät reagiert. Man hat gesehen, jetzt mit Spanien hat man sofort reagiert und dann versucht, das Ganze zu kommen. Mit Griechenland, mit der Griechenland-Sache hat man wirklich sehr lange gezögert. Was im Kleinen klappt, zwischen Detmold und Oreo Castro, das ging auch im Großen, glaubt Anestis. Jetzt nach den Wahlen brauche Griechenland nur mehr Vertrauen und mehr Zeit. Herr Gottlieb, Detmold ist einfach. Ich dachte, Sie hätten mir geholfen. Nein, ich wusste, Sie kommen noch drauf. Oreo Castro, jetzt habe ich es gehört. Franz Josef Tenhagen ist auch Adressat, vor allen Dingen in unserem Chat, für eigentlich politische Fragen. Aber möglicherweise gelten Sie da auch als unbestechlich. Armin Schubert fragt aus dem Chat, warum muss ich bis 67 arbeiten und überall in Europa hört man von Rente mit 60? Also wenn er bis 67 arbeiten muss, dann ist er Jahrgang 64 und hat noch ein bisschen Zeit bis zur Rente. Und die Leute, die heute mit 60 in Europa in Rente gehen, sind alle deutlich älter als er. Aber natürlich, auf Dauer muss das einheitlich sein. Es kann nicht sein, dass in Frankreich oder in Griechenland die Leute deutlich früher in Rente gehen als in Deutschland. Nachfragen zum Thema Lebensversicherung. Sie haben ja vorhin in der Runde gesagt, das Geld ist weitestgehend sicher. Was geschieht eigentlich mit den Renditen, wird gefragt. Die Versicherer haben doch reichlich Geld verloren. Ja, die haben Probleme mit den Renditen, aber sie haben mehr Probleme wegen der niedrigen Zinsen, die sie bekommen für sichere Staatsanleihen, als wegen des Geldes, das sie etwa in Griechenland verloren hätten. Also das Problem ist halt, wenn die haben große Summen in Staatsanleihen tatsächlich sicherer Länder. Frankreich zählen die dann dazu oder auch Deutschland oder auch Holland. Und wenn da eben nur 1,5 oder 2% gezahlt werden und man hat seinen Kunden 4% versprochen, hat man auf Dauer ein größeres Problem. Sagt die Bundesbank übrigens schon seit 2, 3 Jahren, dass die Versicherer da das große Problem haben. Wir haben nicht das große Problem in Griechenland. Herr Hübel will wissen, wie würden Sie, Herr Tenhagen, Ihr Erspartes, sagen wir mal, es wären 10.000 Euro, die Sie fürs Alter zurückgelegt haben, für Krankheit, Pflege oder wie auch immer, im Moment sicher anlegen? Wenn ich sicher anlegen wollte für einige Jahre, würde ich das Geld auf ein Festgeldkonto packen für 4%. 10.000 Euro ist nicht so arg viel, wenn man fürs Alter damit vorsorgen will. Wenn man ein bisschen mehr hat und ein bisschen länger Zeit hat, würde ich auch einen Aktienfonds kaufen, aber nur für einen Teil des Geldes. Wie lange muss man da Zeit haben? 10 Jahre. Gerüchten zufolge wird in den Gelddruckereien bereits wieder eine neue Währung für den Ernstfall gedruckt, fragt Herr Drahtfach in einer E-Mail. Glauben Sie das an den Gerüchten, was dran ist? Nein, ich glaube nicht, dass neue Währungen gedruckt werden an der Stelle. Und schließlich trauen Sie sich ein Urteil zu. Manuel D. will das wissen. Wen kann man für die Pleite der Griechen eigentlich wirklich verantwortlich machen? Naja, also im ersten Schritt kann man tatsächlich die griechischen Politiker verantwortlich machen. Die haben in den letzten 10 Jahren ziemlich viel dazu getan, dass der Staat in der Situation ist, in der er ist. Vor jeder Wahl sind unheimlich viele Leute neu angestellt worden im öffentlichen Dienst und bei den Steuerzahlern, die keine Steuern gezahlt haben, hat man nicht nachgefasst. Und das ist eine politische Frage in Griechenland. Herr Tenhagen, nur mal die Frage an dieser Stelle. Es ist immer sehr schwer einzuschätzen, wie die Stimmung der Bevölkerung zu diesen Fragen der Sparbücher, der Spareinlagen, der Versicherung einzuschätzen ist. Aus Ihrer Erfahrung und Ihrem Erleben, ist das große Sorge, ist das noch vergleichsweise Zurückhaltung? Wie würden Sie die Stimmung der Menschen in diesen Fragen einschätzen? Das ist Sorge. Sorge ist genau der richtige Begriff. Da ist keine Panik oder irgendwie sowas, sondern da ist Sorge. Und die Sorge ist deswegen da, weil die Leute begriffen haben, dass es um strukturelle Probleme geht, dass es um größere Dinge geht, die nicht von heute auf morgen gelöst werden können. Und das ist ihre Sorge, dass sie beobachten, dass in Europa das nicht schnell genug vorangeht mit den Lösungen. Und eigentlich, da war das interessant, es gab ganz konkrete Fragen, was mache ich mit meinem Ersparten, was mit der Lebensversicherung? Und dann immer die Fragen, wie ist das mit dem Euroraum, warum kommen die eigentlich nicht zu Potte? Das waren die beiden großen Fragegruppen, die ich heute Danke, Herr Tenhagen. Das Interesse in der Tat der Menschen ist enorm. Deshalb wird unser Finanzexperte auch nach der Sendung für Ihre Fragen im Internet zur Verfügung stehen. Und zwar unter, notieren Sie, daserste.de/Euro-Rettung. Ich bin sicher, Herr Gottlieb, die wesentlichen Fragen haben Sie heute Abend gestellt. Aber trotzdem könnte es sein, dass 1, 2 Fragen noch offen geblieben sind. Und die beantwortet jetzt Frank Blasberg mit seinen Gästen. Hier in der ARD geht's sofort rüber zu Hart, aber fair.